Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Das ist heute wieder ein Vergleichsvideo und ich möchte hier heute den American Akita mit dem japanischen Akita vergleichen. Gehen wir mal kurz zum geschichtlichen Abriss dieser zwei Hunderassen, die denselben hatten. Ja? Also vor tausenden Jahren gab es da einen spitzartigen Hund im Raum Japans, der schon immer als Jagd-, Wach- und Schutzhund verwendet wurde. Später dann wurde dieser Hund ganz speziell von den Samurai-Kriegern gehalten, weil diese Vorfahren der Akitas Eigenschaften vorwiesen wie Kampflustigkeit, Tapferkeit, Mut, Geschicklichkeit, und Sie wissen ja, das sind Eigenschaften, welche die Samurai extrem beeindrucken, welche diese verherrlichen. Diese Hunde waren hochgeschätzt bei diesen Leuten. Zweiter Weltkrieg, Japan versus Vereinigte Staaten von Amerika, Hiroshima, Nagasaki, Japan kapitulierte und die Amerikaner nahmen nicht nur Samurai-Schwerter, alte Samurai-Schwerter mit in die Staaten, sondern auch Akita Inus. Damals hießen sie ja noch Akita Inus, auch noch bis vor kurzem. Heute ließ man diese Bezeichnung Inu weg, was nichts anderes als Hund bedeutet. Heute wird dieser Hund nur mehr Akita oder japanischer Akita genannt. Ja, also wie gesagt, Amerikaner nahmen auch viele dieser Akita Inus mit in die Staaten und eigenartigerweise entwickelten die sich dort zu größeren und schwereren Hunden, während sie sich in Japan selbst, in ihrem Heimatland, immer zu immer kleiner werdenden Hunden entwickelten. Da gab es auch die eine oder andere Unstimmigkeit bei den japanischen Züchtergemeinschaften bezüglich dieses immer kleiner werdenden Akitas, aber das dürfte sich durchgesetzt haben. Beim American Akita, der ja der weit größere, wuchtigere Hund ist, glaubt man, dass in den Staaten deutsche Schäferhunde oder Molosser eingezüchtet wurden. Das ist eine Streitfrage, ich kann das nicht bestätigen. Denn eine Fraktion sagt, ja, hier wurde in diesem japanischen Akita Inu zusätzlich noch mit dem deutschen Schäferhund oder Molosser-Rassen gearbeitet. Die anderen sagen, nein, das ist der ursprüngliche Akita Inu, wie er damals auch in Japan aussah. Und wenn man sich Bilder von Akita Inus ansieht, alte Bilder von diesen Hunden ansieht, also weit vor dem Zweiten Weltkrieg, dann kann man da Akitas erkennen, die dem heutigen American Akita weit ähnlicher sind als den heutigen japanischen Akita. Also diese Aussage hat schon was, ja, dass das eigentlich der Ur-Akita Inu ist. Aber wie gesagt, ich kann das nicht bestätigen. Die eine Fraktion meint, da sind schon andere Hunderassen drin, da haben schon andere Hunderassen mitgemischt beim American Akita. Die anderen sagen, nein, das ist der Akita Inu, so wie er damals aussah. Also wie es tatsächlich ist, weiß ich nicht. Der Unterschied dieser beiden Hunderassen im ersten Augenblick ist klar erkennbar. Die sehen sich, wenn sie nebeneinander stehen, überhaupt nicht ähnlich. Während der American Akita ein, ich möchte schon sagen, molossoider Typ ist. Also das ist ein Wuchtproppen, ja, mit kräftigem, breiten Kopf, der aber schon etwas Ähnlichkeit manchmal aufweist mit demjenigen des deutschen Schäferhundes. Das gebe ich zu. Manchmal, wenn ein American Akita, manchmal entwickeln die einen Blick, einen Gesichtsausdruck, der einem deutschen Schäferhund schon etwas ähnelt. Ja, der Kopf ist massiver, breiter, größer, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung. Ja, also der American Akita ist der weit größere, also weit größere, 5, 6 cm höhere Hund, 10, 12, 13 Kilo schwerere Hund als der japanische Akita. Der japanische Akita hat gleich erkennbar eine völlig andere Kopfform, während der Kopf des japanischen Akitas eher ins Fuchsähnliche hineingeht, ist derjenige des American Akitas weit wuchtiger, weit breiter als der des Japan Akitas. Also sie unterscheiden sich größtenteils in Größe, Gewicht und von der Kopfform. Doch haben sie auch charakterliche Unterschiede vorzuweisen. Ich möchte hier, jetzt hätte ich beinahe gesagt, in die Ihnen schon bekannten 12 Kategorien bewerten, doch ich habe die etwas verändert. Das sind jetzt nur mehr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kategorien. Aber ich habe das verfeinert. Einige Kategorien, die ich für nicht so wichtig hielt, weggelassen und ersetzt
durch andere, aber es sind jetzt 4 weniger. Ich bin mir aber sicher, sie sind dennoch damit zufrieden, denn ich habe mir eigentlich diese Kategorien herausgesucht, die für Menschen eigentlich am interessantesten sind. Ich habe die Gesundheit, die Familientauglichkeit, noch was? Ja, und die Leistungsfähigkeit weggelassen. Ich kompensiere das jetzt auf andere Art und Weise. Und kommen wir gleich mal zur Größe. Der American Akita ist mit einer Schulterhöhe bis zu 71 cm ein großer Hund. Ein großer Hund, keine Riesenrasse, kein sehr großer Hund, aber ein großer Hund. Wir haben hier in Neudörfel einen American Akita, das ist auch ein ziemlicher Brocken. Der wird so um die 70 cm Schulterhöhe und um die 50 Kilo haben. Ein wunderschöner Hund. Also, das sind große Hunde. Im Vergleich dazu ist der japanische Akita etwas kleiner, aber auch groß. Ich würde den japanischen Akita als übermittelgroß bezeichnen. Schulterhöhen, die sich etwa bis 65, 66 cm einpendeln, also ein übermittelgroßer Hund. Das ist in etwa die Größe meines Hundes. Also, der American Akita, ein großer Hund, der japanische Akita, ein übermittelgroßer Hund. Aktivitätslevel, und da halten sich beide die Stange. Ich würde den Aktivitätslevel beider Hunde als durchschnittlich bezeichnen. Die weisen bei Weitem nicht die Triebigkeit der neuen Gebrauchshunderassen auf. Vom Rottweiler bis zum Mali sind die alle triebiger als die Akitas. Triebiger sowohl als der American Akita als auch wie der japanische Akita. Also das sind eher Hunde, die nicht zu aktiv sind. Das sind sportliche Hunde, leistungsfähige Hunde, aber sie sind nicht zu aktiv. Speziell der American Akita bewegt sich eher schon im Bereich der Molosser hinein. Wissen Sie, es wirkt etwas schwerfällig. Das ist ein eleganter Hund mit schönem Bewegungsablauf. Aber rein jetzt von der Dynamik her ist dieser Hund nicht auffallend. Ja? Also ich würde ihn als eher durchschnittlich aktiv bezeichnen. Und genauso den weit leichteren und weit kleineren Japan-Akita, also den japanischen Akita, auch der bewegt sich nicht überaus dynamisch. Das sind Hunde, die, wenn sie Gas geben, enorme Geschwindigkeiten erreichen. Und auch der japanische Akita ist ein extrem leistungsfähiger Hund. Das waren Jagdhunde. Aber im gelassenen, unaufgeregten Zustand bewegen sie die sich recht langsam, würde ich mal sagen. Also beide beim Aktivitätslevel eher Durchschnitt. Die Futterkosten, die können beim American Akita etwas höher ausfallen. Das sind Hunde, die erreichen bis zu 55 Kilo Gewicht, eine Schulterhöhe von 70, 71 cm. Also das sind schon kapitale Hunde. Obwohl sich der Aktivitätslevel im Mittel hält, ja, kann der American Akita etwas mehr Appetit entwickeln. Aber das hält sich in Grenzen. Für den japanischen Akita gilt Ähnliches, nur vielleicht eine Stufe drunter. Der ist doch etwa 10 Kilo leichter, 5-6 cm kleiner. Aber ansonsten weist er denselben Aktivitätslevel auf wie der American Akita, meiner Meinung nach. Also auch der japanische Akita benötigt seinen Teil Futter, ganz klar. Aber auch hier würde ich sagen, wirkliche Fressmaschinen sind beide nicht. Thema Wachhund. Schauen Sie, die Vorfahren der beiden Akitas waren immer schon Wachhunde, immer schon Schutzhunde, immer Jagdhunde. Der Wachtrieb ist bei beiden sehr gut ausgeprägt. Ich möchte nicht sagen, sie sind perfekte Wachhunde, wie es zum Beispiel ein Dobermann ist, meiner Meinung nach, aber es sind sehr gute Wachhunde. Das ist meine Meinung. Wir haben hier in Neudörfel auch einen japanischen Akita, eines Bekannten von mir, der mein Trainingspartner einige Jahre lang war. Dieser Hund ist grau gestromt mit weißen Brustflecken. Ich sehe ihn öfter mit seinem Besitzer beim Joggen. Der schlägt jedes Mal zuverlässig an, wenn ich mich auch nur dem Grundstück nähere. Ich gehe davon aus, dass das beim American Akita nicht viel anders sein wird. Speziell dann, wenn das ein American Akita ist, der sich wesenstechnisch genau nach Rassestandard entwickelt. Also das sind sehr gute Wachhunde. Und beim Thema Schutzhunde würde ich den American Akita auf jeden Fall über den japanischen Akita ansiedeln. Der American Akita ist von der Einstellung her dem japanischen Akita zum Thema Schutzhund nicht überlegen. Ich bin davon überzeugt, dass beide Hunde zuverlässige Schutzhunde sind, die jederzeit dazu bereit sind, sie zu beschützen.
wenn sie der Meinung sind, dass sie in Gefahr sind. Doch ist der American Akita schon alleine aufgrund seiner Körpersubstanz, welche um einiges höher ist als die des japanischen Akitas, mehr als Schutzhund geeignet als der Japaner. Das ist meine Meinung. Ein American Akita ist größer, schwerer, ergo er ist auch stärker und hat dieselbe Einstellung wie der japanische Akita. Deswegen würde ich sagen, ist der American Akita ein besserer Schutzhund als der japanische Akita. Gute Schutzhunde sind beide. Die Fellpflege kann schon herausfordernd sein bei beiden Hunden. Das sind stockhaarige Hunde mit sehr dichter Unterwolle. Das sind wetterfeste Hunde. Hier gehört das Fell gepflegt. In der Woche zwei, dreimal gebürstet. Sie vom toten Decker, von zu viel Unterwolle befreien. Speziell beim Fellwechselzyklus sollte man hier schon ein Auge darauf werfen und die Hunde dabei unterstützen. Also, ich würde sagen, Fellpflege überdurchschnittlich intensiv. Für die Wohnung sind beide gut geeignet, wobei ich sagen würde, dass der japanische Akita noch einen Tick mehr geeignet ist für die Wohnung. Man benötigt für beide Hunderassen meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Haus mit Garten. Also rein für die Wohnungshaltung würde ich sowohl den American Akita als geeignet empfinden, wie auch den japanischen Akita als geeignet empfinden. Der japanische Akita hat vielleicht den Vorteil, dass er kleiner und leichter ist, aber ansonsten gleichen sie sich in diesem Thema ziemlich. Ja? Aber ich würde sagen, beide geeignet für die Wohnung. Die allgemeine Haltung, hier sind sie beide eine Herausforderung für mich. Wenn ich hier gehe von kompliziert bis zu absolut problemlos oder von problemlos bis zu absolut kompliziert, würde ich beide als Herausforderung darstellen, aber auf verschiedene Art und Weise. Schauen Sie, beides sind Hunde, die dafür bekannt sind, dass sie fremden Hunden gegenüber sehr schnell dominant reagieren können. Das ist so, das werden japanische Akita-Besitzer wissen und das werden American Akita-Besitzer wissen. Das sind typische Chefs im Ring. Wenn Sie mit einem American oder mit einem japanischen Akita eine Hundefreilaufzone betreten, das werden Sie mir als Halter einer dieser Hunderassen bestätigen, dann werden Ihre Hunde höchstwahrscheinlich dort die Bosse sein wollen. Das liegt diesen Hunden im Blut, dafür sind sie bekannt. Es mag Ausnahmen geben, doch im Gesamten gesehen sind der American Akita und der japanische Akita dafür bekannt, dass sie gerne dominant gegenüber anderen fremden Hunden sind. Außerdem ist es beim japanischen Akita oftmals so, dass er doch ziemlich dickköpfig sein kann. Das ist ein Hund, der absolut weit von einem Kadavergehorsam eines Gebrauchshundes entfernt ist. Das ist ein Hund, mit dem man natürlich arbeiten kann, aber hier braucht man schon ein Händchen dafür. Also mit viel Gefühl. Einen japanischen Akita muss man verstehen. Ich denke, dass der American Akita hier vielleicht nicht ganz so sturköpfig sein kann, wobei auch der American Akita dafür bekannt ist, stur sein zu können. Aber beim American Akita ist es mehr das Problem meiner Meinung nach seiner Dominanz gepaart mit der Körpersubstanz, die er mitnimmt. Ja. Dominant sind beide, doch der American Akita ist der weit wuchtigere Hund, während ich glaube, dass der japanische Akita der etwas dickköpfigere Hund ist. Das ist meine Meinung. Anfängerhunde, Beginnerhunde sind sie beide nicht. Absolut nicht. Meiner Meinung nach benötigt man hier entweder, auch als Anfänger kann man sich diese Hunde nehmen, aber dann benötigt man ein natürliches Händchen für Hunde. Oder man ist Profi und weiß sowieso, wie der Hase läuft. Aber ich würde beide als herausfordernd in der Haltung bezeichnen. Meiner Meinung nach. Was sehen wir jetzt? Wir sind jetzt fertig. Der American Akita ist der größere Hund, der mehr Futterbedarf hat. Und er ist der bessere Schutzhund, während der japanische Akita der kleinere Hund ist, mit weniger Futterbedarf, aber den etwas geeigneteren Wohnungshund darstellt. Und beide gemeinsam haben sie, es sind große Wach- und Schutzhunde mit ausgeprägtem Jagdtrieb, das sollte man nicht unterschätzen bei diesen beiden Hunden, welche etwas mehr Fellpflege benötigen. Beide können auf verschiedene Art und Weise eine Herausforderung darstellen. Wenn Sie mich fragen, für welchen Hund ich mich entscheiden würde, dann kann ich Ihnen sofort sagen, dass es der American Akita wäre, aus verschiedensten Gründen. Ich finde beide Hunde wunderschön, sowohl den japanischen Akita, wunderschöner Hund, als auch den American Akita. Aber mir gefällt die Kopfform des American Akitas besser, das ist eine Geschmackssache, ich weiß es. Er ist größer, stärker, das sind Eigenschaften oder das sind Dinge, die mir zusagen. Er ist der bessere Schutzhund und jetzt kommt das Wichtigste. Ich habe eigenartigerweise das Problem mit japanischen und chinesischen Hunden, das habe ich schon mal erzählt.
Und das ist schon des Öfteren aufgetreten. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wenn ich auf einen fremden Hund treffe, mit einem Besitzer, mit diesem Besitzer ins Gespräch komme, versuche ich auch immer einen gewissen Draht, eine gewisse Frequenz mit diesem Hund aufzubauen. Das gelingt mir zu 99%. Weiß nicht wieso, aber es ist mir schon bei Hunden gelungen, wo es anderen nicht gelungen ist. Ja? Ich habe da irgendwie einen Draht. Jedes Mal, wenn ich auf einen Chow Chow, China, auf einen Shabai, China, auf einen Akita Inu, also einen japanischen Akita, Japan, treffe, ist es, als hätte ich, wären zwischen diesen Hunden und mir ein Brett, wo ich nicht durch kann. Ich weiß nicht, wieso das ist. Mir kommt immer so vor, als würden die chinesischen Hunde und die japanischen Hunde, bis auf den Tosa Inu, der macht eine Ausnahme, als würden die durch mich hindurchsehen. Ich weiß, dass der Japan Akita Fremden gegenüber reserviert ist und die oftmals, ihnen oftmals die kalte Schulter zeigt. Aber ich hatte schon oft mit Hunden zu tun, die Fremden gegenüber reserviert sind. Dennoch konnte ich hier irgendwie eine Frequenz entwickeln. Bei den chinesischen und japanischen Hunden, bei den japanischen spitzartigen Hunden, gelingt mir das seltsamerweise nicht. Ist mir noch nicht gelungen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann es mir nicht erklären. Wobei ich mir aber sicher bin, wenn ich Besitzer eines solchen Hundes bin, dass ich dann natürlich das Problem nicht hätte. Das ist mir klar. Würde ich mir einen japanischen Akita oder einen Shabai oder Chow Chow besorgen als Welpe, hätte ich dieses Problem nicht. Aber irgendwie hat mich das geprägt und schreckt mich etwas ab vor diesen Hunden. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich für den American Akita entscheiden würde. Top, wunderschöne, tolle Hunde sind beide, etwas herausfordernd, mit etwas Feingefühl zu erziehen. Muss man schon dahinter sein, nicht zu lasch sein, schon konsequent. Ja, Sie wissen schon, was ich meine. Aber gefallen würden mir beide. Ja, lieber Zuseher, viel mehr kann ich eigentlich von diesen beiden schönen Hunderassen nicht sagen. Als nächstes bringe ich den Weimaran. Wunderschöner Hund. Jagdhund, Wach- und Schutzhund. Ganz beliebt in den USA. Ein Schweizer Taschenmesser. Eine Allzweckwaffe, wenn man so will. Ja. Der kommt am Wochenende. So, nochmal zurück. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt möchte ich Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Das war's.